Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie auf dem Kulturplatz. Das sind heute unsere Themen. Trugbild Tibet. Zwei Schweizer Dokumentarfilme kratzen am gängigen Tibet-Klischee. Letzte Muse. Oya Kodar. Exklusiv über ihr Leben mit dem legendären Orson Welles. Und Hoffnung Musik. Altmeister Claudio Abbado gibt jungen Musikern auf Kuba eine neue Perspektive. Der Besuch des Dalai Lama in der Schweiz, das Thema Nummer 1 in diesen Tagen. Einmal mehr herrscht eine wahre Buddhismus- und Tibet-Euphorie. Doch unser westlicher Blick auf das Land hinter dem Himalaya tendiert zu Verklärung. Bescheidene Menschen, erfüllt von buddhistischem Seelenfrieden, wäre da nicht das Joch der chinesischen Besatzung. Ein Volk im Einklang mit dem einfachen Landleben, fernab von Technologie und Hektik. Dieses Bild korrigieren jetzt zwei neue Schweizer Filme. Sie zeigen ein widersprüchliches Tibet, das seit gut 100 Jahren um Anschluss an die Moderne ringt. Angry Monk. Ein Roadmovie, gedreht mit einer kleinen Videokamera und ohne Wissen der chinesischen Behörden. Der Film folgt den Spuren eines rebellischen Mönchs, der Anfang des letzten Jahrhunderts das weltabgewandte Tibet von innen reformieren wollte. Gendün Chöppel. Für seine Kritik warf ihn der buddhistische Klerus in den Kerker. In Tibet, everything that is old is a work of Buddha and everything that is new is a work of the devil. This is the sad tradition of our country. Ein Zitat von Gendün Chöppel. Die Reise auf Chöppel-Spuren führt ins alte Tibet. Vor 70 Jahren galt hier die Welt noch als Scheibe. Das Rad war verboten, auch Fußball spielen. Das alte Tibet war eine feudalistische Gesellschaft. Adel und Klerus beherrschten ein tief religiöses, aber auch ungebildetes Volk. Dieses Tibet wird vom Westen verklärt, die mittelalterlichen Zustände idealisiert, kritisiert Regisseur Luc Schädler. Alle Länder ringsum, China, Indien mit dem britischen Kolonialismus, China mit der Revolution, haben einen Wandel vollzogen. Und Tibet ist eigentlich durch die konservative Elite, die wandelunfähig war, würde ich mal sagen, haben sie den Schritt in die Moderne nicht können vollziehen. Also, sie haben wieder quasi die Reformierung von der eigenen Gesellschaft, wo es zu neuen politischen Institutionen gekommen wäre, wo sich das Land ein bisschen können vorbereiten auf die Zukunft, also auf all das, was nachher kommt, das hat in Tibet nicht stattgefunden. 1951. Aufmarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Es folgt ein Angriff auf die tibetische Kultur, Religion und Ökonomie. Ziel ist die vollständige Zerstörung der buddhistischen Gesellschaftsstruktur. Tibet heute. Jugendliche spielen Fußball vor dem Potala. Der ehemalige Sitz des Dalai Lama ist nur noch das touristische Wahrzeichen einer modernen chinesischen Stadt. Tibet, ein Paradox. Der Westen verklärt die Vergangenheit und China bestimmt die Zukunft des Landes. Die machtpolitischen Visionen der Chinesen gehen einfach davon aus, dass Tibet ein Teil von ihrem Land ist und dass sie in diesem Land machen können, was sie wollen. Und was die Tibeter wollen, ist ihnen relativ egal. Jetzt in unserem Bild im Westen ist es lustigerweise sehr ähnlich. Wir haben die Vorstellung, Dalai Lama, Buddhismus, spirituelle Horte, Shangri-La. Und irgendwie spielen da die Tibeter auch wieder nicht eine Rolle. Also es ist wie, als die Tibeter aus dieser Gleichung zwischen dem Westen und China rausgestrichen werden.